Liebe Frau Eberle, liebe Frau Distel, die noch im Laufe des Abends zu uns zuerstoßen werden, liebe Frau Scherbakowa, lieber Herr Benz, lieber Herr Wendker irgendwo. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen heute Abend erinnern an den Historiker Jürgen Zaruski. Ein Bild von ihm sehen Sie dort. Jürgen Zaruski war Historiker mit Leib und Seele. Geboren 1958, viel zu früh verstorben, im März 2019 verstorben, hatte er zuerst seine Studien begonnen, der Geschichte der Germanistik und der Sozialkunde an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, das dann 1987 mit dem Staatsexamen für Lehrer abgeschlossen. Nach journalistischer Tätigkeit begann er dann ein Promotionsstipendium als Stipendiat auch der Friedrich-Ebert-Stiftung und wurde 1990 an der Ludwig-Maximilians-Universität von Gerhard A. Ritter promoviert. Seit demselben Jahr war er auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte, kurz danach Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Er war langjähriger Chefredakteur des bedeutendsten zeitgeschichtlichen Organs in Deutschland, der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Und er ist dann mitten aus dem Leben gerissen worden am 4. März 2019. Seine Forschungsschwerpunkte war die Zeit des Nationalsozialismus, es war die stalinistische Verfolgung, die deutsch-sowjetischen Beziehungen, aber auch Fragen der Erinnerungskultur und des Diktaturvergleichs. Und auch der Widerstand gegen den Nationalsozialismus war eines seiner Themen und auch eines der Themen, mit dem mein Kollege Peter Steinbach und ich mit ihm in Berührung kamen, mit ihm und an einem weiteren Widerstandshistoriker, an den ich bei dem dieser Gelegenheit erinnern möchte, der auch zu früh verstorben ist, Hartmut Mehringer vom Institut für Zeitgeschichte auch in München. Hartmut Mehringer und Jürgen Zaruski waren verantwortlich damals für die große Mikrofisch-Edition Widerstand als Hochverrat, die das Institut für Zeitgeschichte in den 1980er Jahren durchgeführt hat. Wir haben damals eng zusammengearbeitet. Und es war das Angenehme an der Zusammenarbeit, an der preußisch-bayerischen Zusammenarbeit, wenn man so will, dass man mit ihm und auch mit Hartmut Mehringer sehr gut diskutieren konnte. In den 80er und auch in den 90er Jahren ist ja auch noch viel über den Widerstandsbegriff diskutiert worden. Am Anfang der Zeit haben wir dann auch noch überlegt, in welcher Art und Weise vielleicht auch am IFZ eine biografische Datenbank zu Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern aufgebaut werden konnte. Davon verabschiedete man sich aber ganz schnell, weil es dann doch zu viele Schwierigkeiten gab, ein Kriterienraster zu entwickeln. Und man meinte, es würde doch zu viel Mühe machen, das dann auf jeden Einzelnen anzuwenden. Stattdessen entstand jene großartige Mikrofisch-Edition, die ja heute noch auch im Netz zugänglich ist über den Sauer Verlag, Widerstand als Hochverrat. Jürgen Zaruski hatte eine wunderbare Art, einen zu überreden. Und als er mich dann bat, für eine der Festschriften des Instituts für Zeitgeschichte doch etwas über die Beschäftigung des Instituts für Zeitgeschichte mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu schreiben, tat ich das gerne. Auf der einen Seite gerne, weil es was für ihn und für Hartmut Mehringer war. Auf der anderen Seite gehörte der Widerstand gegen den Nationalsozialismus nicht unbedingt zu den Spezialthemen des Instituts für Zeitgeschichte, obwohl es immer wieder herausragende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gab, wie Wolfgang Benz, die sich mit Einzelfragen und umfassenderen Fragen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus beschäftigten. Kurzum, es war immer ein angenehmes Zusammenarbeiten, Reden und Nachdenken mit Jürgen Zaruski. Es war ein Dialog, es war eine Möglichkeit, über Themen durchaus unterschiedlicher Ansicht sein zu können, aber gemeinsam reden zu können. Das war das, was ihn auch auszeichnete, aus meiner Sicht. Der Band, den wir heute Abend vorstellen, Recht, Unrecht und Gerechtigkeit, politische Justiz zwischen Diktatur und Demokratie, schließt in gewisser Art und Weise an einen Band an, der mit nachgelassenen Schriften von Jürgen Zaruski im Jahre 2021 vom Institut für Zeitgeschichte herausgegeben worden ist. Jürgen Zaruski, politische Justiz, Herrschaft, Widerstand,
Aufsätze und Manuskripte. Und ich denke, dass diese beiden Bände sich sehr gut ergänzen. Der Band von 2021 beschäftigte sich einmal mit einem der beiden Lebensthemen, politische Justiz und Diktaturen. Ein Thema, zu dem auch nachher Herr Professor Benz etwas sagen wird. Das beschäftigte sich mit Themen Widerstand und Verfolgung, mit einem sehr lesenswerten Beitrag etwa zum kommunistischen Widerstand und mit dem Thema, das Jürgen Zaruski in seinen letzten Jahren immer mehr umtrieb, auch mit der Erinnerungspolitik. Dieser Band von 2021 wird jetzt durch diesen Band, der von einem, man könnte fast sagen, in alten Zeiten einem Herausgeberkollektiv bestand. Annette Eberle, Thomas Schlenner, Susanna Schrafstetter und Alan Steinweiß haben es herausgegeben, diese Gedächtnisschrift für Jürgen Zaruski. Bevor ich Ihnen etwas zu dem Band im Allgemeinen sagen werde, freue ich mich sehr, heute Abend Irina Scherbakowa von Memorial hier bei uns zu begrüßen, die über Aspekte des Werks von Jürgen Zaruski sprechen wird. Und Wolfgang Benz wieder einmal hier bei uns zu sehen, der über die Forschungen zur politischen Justiz von Jürgen Zaruski uns gleich etwas sagen wird. Ein Standardsatz, den Sie von mir kennen, ist: eine Buchvorstellung kann die eigene Lektüre nicht ersetzen. Und das gilt erst recht für Sammelbände, und das gilt erst recht für Sammelbände, die 400 Seiten und dicker sind. Insofern kann das, was ich Ihnen sage, nur eine Leseempfehlung sein für die insgesamt sehr lesenswerten, sehr nachdenkenswerten Beiträge. Die Herausgeberinnen und Herausgeber haben sich entschlossen, das Ganze in drei Sachkomplexe zu gliedern. Der eine Sachkomplex ist Verfolgung, Unrecht und Justiz in den Jahren 1939 bis 1945. Ich bitte um Verständnis, wenn ich jetzt nicht alle Beiträge und alle Autorinnen und Autoren nennen kann, sondern mir einige, die auch eine Beziehung hier haben, herausgreifen möchte. Alan Steinweiß beschäftigt sich mit zwei gescheiterten Schauprozessen im nationalsozialistischen Deutschland und arbeitet in sehr lesenswerter Art und Weise heraus, wie die beiden Attentäter Herschel Grünspan aus dem Jahre 1938 und Georg Elser aus dem Jahre 1939, warum das nationalsozialistische Regime eben gegen diese beiden nicht die geplanten Schauprozesse durchführte, obwohl selbstverständlich der sogenannte Volksgerichtshof schon Verfahren eingeleitet hatte. Und wie Sie in Erinnerung haben, ist ja auch der dritte große geplante Schauprozess des Regimes, der Prozess gegen Ernst Thälmann, hat ja auch nie stattgefunden. Aus diesem Komplex der Verfolgung, Unrecht und Justiz 1939 bis 1945 möchte ich den eindrucksvollen Beitrag auch von Johannes Hürte hervorheben. Leningrad, Dimensionen, Erforschung und Endphase eines deutschen Massenverbrechens im Zweiten Weltkrieg. Ich denke, die Behandlung der Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg hat vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte und vor allen Dingen auch der aktuellen Situation des Krieges in der Ukraine nichts von seiner Aktualität verloren, ohne irgendeine Gleichsetzung da an dieser Stelle vornehmen zu wollen. Was Hürte auch hervorragend herausarbeitet und was uns alle zum Nachdenken anregen sollte, ist, wie zumindest in der bundesrepublikanischen Gesellschaft der Komplex Leningrad und die Hungerpolitik gegen die Leningrader Bevölkerung eigentlich überhaupt nicht stattgefunden hat und nicht wahrgenommen wurde. Die bis zu 900.000 Opfer von Leningrad fanden in der bundesdeutschen Erinnerungspolitik über lange Jahrzehnte hinweg schlicht nicht statt. Der zweite Sachkomplex beschäftigt sich in diesem Band mit der Justiz und der Aufarbeitung nach 1945. Sehr lesenswert ist dabei auch der Beitrag von Andreas Hilger über Justiz und Politik im Übergang, wo er sehr sorgfältig die sowjetischen Gerichte und ihre Tätigkeit in Deutschland nach 1945, also die sogenannten sowjetischen Militärtribunale, aufarbeitet und deutlich macht, wie unterschiedlich auch die Verfahren vor diesen Gerichten sind.
Und es wundert Sie nicht, dass ich natürlich an dieser Stelle auf den Beitrag von Wolfgang Benz hinweise, der sich in einer vergleichenden Betrachtung der Prozesse von Nürnberg und Jerusalem, also die Prozesse vor dem Internationalen Militärgerichtshof und das Verfahren gegen Adolf Eichmann 1961 unter der Überschrift Probleme der Ahndung des Zivilisationsbruches, sich damit sehr interessant auseinandersetzt. Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und die Hoffnungen, die sich auch auf das Völkerstrafrecht nach 1945 richteten, werden da noch einmal sehr klar und deutlich. Susanna Schraffstetter beschäftigt sich in ihrem Beitrag Der Richter und sein Henker mit Betrachtungen zur Entnazifizierung der Münchner Justiz und ihrer Vollstrecker. Sie nimmt sich einen der Richter, beleuchtet dessen Biografie und beschäftigt sich dann aber auch mit dem Henker, der in München-Stadelheim die Hinrichtungen an Widerstandskämpfern und anderen Opfern der NS-Justiz vollzog. Und es ist interessant zu sehen, dass die Projektion des Bösen der Nachkriegsgesellschaft auf den Henker viel stärker war als auf den Richter, der die Todesurteile sprach. Der Henker war ein Symbol. Der die Todesurteile sprach, konnte sich immer noch auf sein Normengerüst berufen. Also der Beitrag von Susanna Schraffstetter beschäftigt sich intensiv damit. Und wer mit den historischen Mythen interessiert ist, findet dort sehr viel Interessantes zum Lesen. Eher Detailprobleme oder unterschiedliche Beiträge finden sich im dritten Abschnitt des Bandes über Erinnerung und das Recht auf Anerkennung. Wir haben vor einigen Jahren hier bei uns, und das habe ich seinerzeit auch noch in den ersten Vorgesprächen noch mit Jürgen Zaruski sprechen können, haben wir hier etwas zu dem in Deutschland völlig unbekannten Aufstand in der Slowakei im Jahre 1944-45 gemacht, eine Ausstellung. Und Michael Schwarz und Martin Zückert beschäftigen Sie sich hier in Ihrem Aufsatz mit den Partisanen deutscher Nationalität in der Slowakei unter Titel Widerstand und rechtliche Anerkennung nach 1945. Nun haben es ja die Deutschen, die den Nationalsozialismus von außen bekämpft haben, nie leicht gehabt. Das galt für die Emigranten, welcher Couleur auch immer, die nach 1945 noch als Verräter angesehen worden sind. Das galt für die deutschen Spanienkämpfer, 1500 deutsche Männer vor allen Dingen, die in Spanien in den Jahren 1936 bis 1939 sich auf die Seite der Republik stellten und fielen, von insgesamt etwa 5000 Kämpfern. Oder aber auch noch dann die Frage, wie nach 1945 etwa diejenigen angesehen worden sind, die als Deutsche überhaupt sich den Partisanen angeschlossen hatten. Und dieser Fragen gehen die beiden Autoren sehr differenziert nach, am Beispiel Partisanen deutscher Nationalität in der Slowakei, ein völlig unbekanntes, aber sehr interessantes Kapitel, in dem leider auch wieder deutlich wird, wie schwierig die rechtliche Anerkennung nach 1945 gewesen ist. Natalia Timofejeva hat einen Beitrag geschrieben über sowjetische Kriegsgefangene im nationalsozialistischen Deutschland und legt sehr differenziert dar, sie nennt es im Untertitel das Recht auf Gedenken, sie legt sehr differenziert dar, in welcher Art und Weise dieses Recht auf Gedenken und auf Erinnerung in der Sowjetunion denjenigen verweigert worden ist, die als sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland gelitten haben. Dieses ist etwas, was auch sagen kann, eines der Themen ist, die Jürgen Zaruski intensiv beschäftigt haben, wo er sich ja auch etwa in seiner Arbeit in Dachau für die letzten sowjetischen Kriegsgefangenen, für die letzten sowjetischen KZ-Häftlinge eingesetzt hat. Es ist ein Trauerspiel, wenn Sie den Artikel von Frau Timofejeva setzen. Barbara Distel, die langjährige Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, hat ihren Beitrag »Die Hoffnung auf Gerechtigkeit« mit der Erinnerung an 5 Überlebende des Konzentrationslagers Dachau verknüpft. Und sie schildert die Lebenswege dieser Menschen, die in Dachau inhaftiert waren. Und sie zeigt, wie die Zeit in Dachau sie auch beeinflusst hat.
Besonders eindrücklich fand ich Ihre Schilderung der Lebensumstände des Häftlings Stanislaw Zametschnik, der sich lange Jahre auch selbst wissenschaftlich mit Dachau befasst hat. Und ich finde, in dem Band ist ein wunderschönes Foto drin enthalten, das Jürgen Zarufsky und Stanislaw Zametschnik im Gespräch miteinander zeigt. Alleine dieses Foto, pardon, lieber Verleger, allein dieses Foto und die Ansicht dieses Foto wäre es wert, den Band zu kaufen. Annette Eberle beschäftigt sich mit dem Scheitern von Transitional Justice für die Opfer der nationalsozialistischen Erbgesundheitspolitik und Gesundheitspolitik. Auch da wird wieder deutlich, wie lang der Weg war und wie wenige Opfer letztendlich auch entschädigt worden sind, wie lange es gedauert hat, bevor man überhaupt an eine Entschädigung gedacht hat und wie wenig letztendlich auch der Überlebenden dann noch entschädigt worden sind. Und dass diese mangelnde Bereitschaft, Opfer anzuerkennen, Kampf gegen den Nationalsozialismus anzuerkennen in der Nachkriegszeit, das durchzieht eigentlich die Beiträge in diesem Teil des Bandes wie ein roter Faden. Das heißt also, dass auch das, was in dem Beitrag meines geschätzten Kollegen Stefan Lehnstedt deutlich wird, Juristen und nationalsozialistische Ghettos zur Diskurspraxis des Ghetto-Rentengesetzes 1997 bis 2009. Herr Kollege, das ist ein sehr vornehmer Titel, den Sie gewählt haben, zur Diskurspraxis des Ghetto-Gesetzes. Nach Lektüre des Bandes, des Aufsatzes habe ich mir gesagt, nein, das ist eigentlich keine Diskurspraxis gewesen. Das ist eine Verweigerung der deutschen Bürokratie und der deutschen Justiz in einem unglaublich bis dahin nicht gekannten Ausmaß. Fake News wie soll man es ausdrücken, die Nichtanerkennung der wissenschaftlichen Arbeit, auch der Arbeit von Jürgen Zarufsky als Gutachter in diesen Bereichen, das ist etwas, was man kaum verstehen kann und was in dieser Art und Weise auch in den 90er Jahren und bis heute eigentlich kein Ruhmesblatt für die deutsche Entschädigungspraxis gewesen ist. Frau Scherbakowa, Sie beschließen den Band mit einem wunderschönen Nachwort und darin besteht Ihr ewig bitterer menschlicher Sieg über alles Erhabene und Unmenschliche. Ein Zitat in Erinnerung an Jürgen Zarufsky. Ich finde, er rundet den Band in einer sehr schönen Art und Weise ab. Ebenso auch wie der einführende Band von Sibylle Steinbacher, der den rätselhaften Titel trägt, Von der Kraft des Zwetschgenbaums in Erinnerung an Jürgen Zarufsky. Und auch dieses Rätsel löse ich an dieser Stelle nicht auf, warum sie es so genannt hat, sondern auch das ist ein weiterer Anreiz, den Band selber zu lesen. Ich war in der Vorbereitung dieses Abends, es war schwierig. Es war schwierig, über jemanden zu sprechen, mit dem man lange Zeit in Kontakt gestanden hat, wie viele hier in diesem Saal, wie viele, die ihn geschätzt und gerne mit ihm zusammengearbeitet haben. Insofern kann ich an dieser Stelle nur noch einmal den Herausgeberinnen und Herausgebern für diesen eindrucksvollen Band danken und hoffen, dass er seine Leserinnen und Leser finden wird. Der Verlag hat draußen einen Stand aufgebaut, wo das Buch erworben werden kann. Ich konnte Ihnen nur Appetit machen. Ich kann sagen, ich bin tief beeindruckt von dem Band, den Jürgen Zarufsky mit posthumen Schriften 2021 veröffentlicht hat. Und dem, was er hier, was zu seinen Ehren hier in diesem Band zusammengefasst worden sind. Ein deutscher Historiker, der sich mit vielen Themen befasst hat, mit denen eigentlich sich kein Mensch so richtig befassen wollte. Das ist das, was er uns hinterlässt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf nur Sie, lieber Herr Benz, hier nach oben bitten. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Schwierigkeit des Abends ist vielfältig. Zum einen muss ich versuchen,
die Neigung zu unterdrücken, den verehrten und geschätzten Vorredner zu korrigieren. Aber da das nicht möglich ist, das zu unterdrücken, er sagte im Institut für Zeitgeschichte, das Institut für Zeitgeschichte habe nicht besonderen Wert auf die Pflege des Themas Widerstand gelegt. Ich muss dem ein donnerndes Nein entgegenhalten. Als junger Adept, als Mitarbeiter des Instituts, als einer der Vorgänger von Jürgen Zaruski in der Zeitschrift Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte in der Schriftenreihe, hatte ich ewig und immer da, Jahr für Jahr, mit dem Problem zu tun, was kommt ins Juliheft der Vierteljahrshefte. Und es war ungeschriebenes Gesetz. Es hätte den alten und verehrten Hans Rothfels bis zum Äußersten erbittert. Er war ein milder Mensch und er war nicht gerne erbittert, aber das hätte es bewirkt, wenn im Juliheft der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte nicht irgendein Artikel zum Widerstand, am liebsten zum 20. Juli. Es gab andere Tabuzonen, es gab viele Zonen Widerstand, die waren im Institut für Zeitgeschichte einfach nicht möglich, nicht erlaubt, das war No-Go. Und darüber Kommunisten als Widerstandskämpfer vollkommen undenkbar. Aber jedes Jahr im Juliheft musste etwas, und sei es auch noch so banal und habe es auch nur so wenig wie irgend denkbar mit der Aufhellung der Geschichte des Widerstands in Deutschland zu tun. Wenn Sie mir diesen Ausrutscher verzeihen, komme ich zu weiteren Schwierigkeiten des heutigen Abends. Wie bereitet man sich darauf vor, eine Schrift, die als Festschrift geplant war, auch so von den Herausgebern verstanden wurde und wird, zu rühmen, wenn sie 3 Jahre nach dem Tod des zu Ehrenden erscheint. Und eine Ahnung hat mich beschlichen, dass dieser Band und was er so in etwa enthält, schon virtuos und präzise in der Begrüßung durch den Hausherrn vorgestellt wird. Also, was macht man in seiner Not? Abgesehen davon, dass es auch wenig Absprachen gab, wie dieser heutige Abend zu gestalten sei, zur Strafe ist die Hauptperson, nämlich Annette Eberle, in Begleitung von Barbara Destel noch auf der Autobahn unterwegs. Deshalb schaue ich immer so sehnsüchtig nach der Tür, um dann doch hoffentlich bald die freudige Nachricht verkünden zu können: Sie sind unter uns getreten. Also, ich habe mich deshalb entschieden, weniger der Gelehrsamkeit und der Einordnung der Beiträge in der Festschrift zu widmen, als vielmehr an Jürgen Zaruski und an das, was er so machte, was ihn auszeichnete, zu erinnern. Geografisch sind die Lebensstationen von Jürgen Zaruski leicht überschaubar. Geboren ist er in Miesbach in Oberbayern, studiert und gearbeitet hat er in München, gelebt hat er bis zu seinem frühen Tod in Dachau. Heimat war ihm über Bayern hinaus die Welt, vor allem Russland. Er war ein Mensch heiteren Gemütes, dessen Eigenschaften mit Loyalität und Solidarität, Zuwendung, Humor und Bescheidenheit nur ganz grob zu skizzieren sind, wie auch seine Fähigkeit zum Mitgefühl,
zur Empathie gegenüber allen, die dessen bedürftig waren, zum Verständnis anderer seine Fähigkeit zur Toleranz. Wenn es um menschliche Ethik und politische Moral, um Überzeugung und Aufrichtigkeit, um Haltung und Deutlichkeit ging, war er aber unerbittlich. Ohne jedoch die Freundlichkeit und Sanftheit, die seinen Charakter auszeichneten, preiszugeben. Man muss, um Jürgen Zaruski wirklich gerecht zu werden, auch die altbayerischen Determinanten seines Wesens in den Blick nehmen. Die Lebenslust, die Geselligkeit, die Musikalität, die Freude an Geschichten, am Derblecken, falls Sie diesen Ausdruck kennen, wenn nicht, in Schmollers Lexikon der bayerischen Sprache nachschlagen. Die Fähigkeit, den Augenblick des Wohlseins auf der Stelle zu genießen, das Vergnügen am Hintersinn, an der Überraschung des Gegenübers nach der Kapriole der jähen Wendung des Gesprächs. Der Historiker Jürgen Zaruski war mit Überzeugung Bürger der Stadt Dachau. Seine Profession hat er in den Dienst dieser Überzeugung gestellt. Anders als viele Mitbürger der älteren Generation, die ihr Dachauer Autokennzeichen als Makel sahen, die nichts von der belastenden Geschichte des Ortes im NS-Staat wissen wollten. Anders als diese hat sich Jürgen Zaruski engagiert. Als Student wurde er Dachauer, suchte die Nähe der Gedenkstätte, wurde einer der fruchtbarsten Autoren der Dachauer Hefte, jener Zeitschrift, die mit dem Untertitel Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager dazu beitrug, das Schweigen über die Verbrechen des Nationalsozialismus zu überwinden. Ein Aufsatz in den Dachauer Heften aus seiner Feder war besonders wichtig, weil er, ohne irgendetwas zu beschönigen, die Erschießung gefangener SS-Leute bei der Befreiung des Konzentrationslagers durch Soldaten der amerikanischen Armee analysierte und als Affekthandlungen, die bestraft wurden, beschrieb. In der rechtsextremen Propaganda hatte das Fehlverhalten einiger amerikanischer Soldaten beim Anblick von ungefähr 1000 Leichen im befreiten KZ Dachau eine zentrale Rolle gespielt, also das Aufrechnen der Verbrechen der einen Seite mit denen der anderen. Als scheinbarer Beweis für Siegerwillkür und niedere Gesinnung der United States Army als Befreier vom Nationalsozialismus. Auch als Argument bei der Aufrechnung deutscher Verbrechen mit alliierten Delikten ist diese Geschichte von der Erschießung Dachauer Wachmannschaften im ersten Schreck über das Gesehene durch amerikanische Soldaten immer noch beliebt. Jürgen Zaruski war ein politisches Wesen, ein Bürger, der etwas bewegen wollte. Als Student engagierte er sich bei Amnesty International. Später schloss er sich der SPD an, wechselte zu den Grünen, kehrte aber zur SPD zurück. Aktiv, der Moment ist gekommen, Sie sind da. Herzlich willkommen. Aktiv war er im Förderverein für die internationale Jugendbegegnungsstätte Dachau. Heute ein angesagter Ort, der erheblich zum Renommee der Stadt Dachau beiträgt, hatte das Projekt in den 1980er Jahren, als Jürgen Zaruski einer der Protagonisten war, erheblichen Gegenwind, so ziemlich aus allen politischen Lagern. Die jährlichen Zeltlager, veranstaltet vom Förderverein,
der KZ-Gedenkstätte und dessen Mitstreitern demonstrierten die Notwendigkeit und den Sinn der Begegnung von Jugendlichen aus aller Welt. Jürgen gehörte zum Kern der Bewegung. 1985 organisierte er im Namen des Fördervereins die erste Begegnung von Überlebenden des Konzentrationslagers Dachau aus der Sowjetunion, sorgte damit auch dafür, dass das damals arg verwahrloste Gelände des SS-Schießplatzes Hebertshausen, der Mordstätte von mehreren tausend sowjetischen Kriegsgefangenen, einigermaßen hergerichtet wurde. Der Weg zur heutigen Gedenkstätte in Hebertshausen war aber noch sehr weit. Ein Höhepunkt erinnernder Empathie war im Mai 1992 erreicht, als es gelang, Überlebende der lange vernachlässigten Opfergruppe sowjetischer KZ-Häftlinge nach Dachau einzuladen. Vom Förderverein und der KZ-Gedenkstätte betreut, finanziell vom Auswärtigen Amt unterstützt, hatten sich 16 einstige Gefangene auf den Weg gemacht, um den Ort ihres Leides noch einmal zu sehen, um dort Befreiern der amerikanischen Streitkräfte zu begegnen. Das war eine erinnerungspolitische Sensation mit weiteren Wirkungen. In der Einleitung des heute vorzustellenden Bandes liest man den Satz: Das Wiedererstarken diktatorischer Machtstrukturen in Russland und der russische Überfall auf die Ukraine hätten Jürgen Zaruski in seiner wissenschaftlichen Arbeit und seinem gesellschaftspolitischen Engagement nur bestärkt. Seine Stimme fehlt, aber sein wissenschaftliches Werk wirkt er fort. Darüber werden Sie wahrscheinlich von meiner Nachrednerin noch viel mehr und Wichtigeres hören. Der Historiker Jürgen Zaruski hat nicht nur eine große Schar trauernder Freunde und Wegbegleiter hinterlassen. Er hat ein Œuvre erarbeitet, das in der Breite und Tiefe seinesgleichen sucht. Wissenschaftliche Akribie, exakte Darstellung des Sachverhalts, scharfsinnige Analyse und Deutung verbinden sich jenseits trockener Gelehrsamkeit zur Historiografie, die charakterisiert ist durch Humanität und Ethos sowie durch politische und soziale Relevanz. Der Band, den wir heute vorstellen, den die Herausgeberinnen und Herausgeber ihm zum 65. Geburtstag gewidmet haben, spiegelt die Neigungen, Interessen, Fixpunkte, die den Historiker Zaruski geleitet haben, im Bezugsrahmen Recht, Unrecht, Gerechtigkeit. Das Ghetto-Rentengesetz ist prominent dargestellt in diesem Band. Er ist schon erwähnt worden. Dazu vielleicht auch noch etwas mehr. Aber ja, oder vielleicht ganz direkt, Herr Tuchel hat den Beitrag schon als sehr vornehm und zurückhaltend charakterisiert. Tatsächlich geht es um einen unglaublichen Skandal, nämlich das spät entstandene Ghetto-Rentengesetz wurde in der Praxis nicht nur von der Bürokratie, nicht nur von den Sozialgerichten, sondern auch von den Rentenanstalten mit einer
mit einer Kraft, die besseren würdig gewesen wäre, boykottiert. Jahrelang wurden die Antragsteller, ja, man kann das nicht gut anders sagen, kujoniert von den auf Antrag der Rentenversicherung. Und Jürgen Zaruski stand, ebenso wie der Kollege Lehnstedt, auf Seiten der Betroffenen, und vor allem haben sie den Rücken gestärkt dem einzigen Sozialrichter in Nordrhein-Westfalen, Herrn Renesse, der für sein Engagement gegenüber denen, für die das Gesetz gedacht war, bitter büßen musste. Er ging also haarscharf an einem Verfahren vorbei. Er ist also dann war wahrscheinlich der verhassteste Richter im Land. Er wurde also degradiert in eine zu unbedeutenden anderen Fällen gesteckt, Dienstaufsicht, also alles, was man ihm antun konnte, hat man ihm angetan. Jürgen Zaruski hat ihn vorgeschlagen für den Menschenrechtspreis der Stadt Dachau, und das war erfolgreich. Und Herr Renesse hat mit großem Vergnügen diese späte Rehabilitierung durch den renommierten Preis in Empfang genommen. Das gehört zu den stillen, den unbekannten, den nicht publizierbaren Leistungen des Historikers, der sich als Bürger engagiert und für den Geschichte nicht sozusagen stilles Tun im Elfenbeinturm ist mit anschließendem Feierabend. Er war immer in Bewegung. Es hat ihn immer umgetrieben. Und es war ihm Bedürfnis, als bekennender Demokrat die Erkenntnis des Historikers in die politische Praxis zu übertragen. Der Historiker Zaruski arbeitete auf zwei großen Feldern und erwarb internationales Renommee als Experte, sowohl für Hitlers Drittes Reich als auch für Stalins Sowjetunion. Er wusste um die Schnittmengen der Diktaturen im 20. Jahrhundert, ohne in die Fallen der Totalitarismus-Theoretiker zu tappen. Auf Spezialgebieten wie Widerstand gegen den Nationalsozialismus und Justiz im Dritten Reich hat er gearbeitet, zum Widerstand eine riesige Quellenedition vorgelegt und eine Fülle von Aufsätzen zur Rolle der Justiz in Hitlers Unrechtsstaat geschrieben. Das war die quasi amtliche Seite seiner Existenz. Aus der persönlichen Nähe zur KZ-Gedenkstätte Dachau, seiner Empathie mit den Opfern, seiner emotionalen Zuwendung an die Verfolgten beider Diktaturen, den russischen KZ-Häftlingen, den Kriegsgefangenen der Roten Armee, den überlebenden Opfern ziviler Gewalt, erwuchsen Werke, die notwendig waren, die Bestand haben. Werke, obwohl es sich überwiegend um Aufsätze handelt, nicht um dickleibige Bücher, nicht um Elaborate, in denen mit steilen Thesen das Feuilleton zum Jubeln
und der Käufer in die Buchhandlung getrieben wird, sondern die Analyse und die Deutung mit Blick auf die Notwendigkeit. Die Beschäftigung mit der Verfolgung unter ideologischer Prämisse führte zu einem weiteren Themenkomplex, der Erinnerungskultur. Mit gebotener Deutlichkeit und Kompetenz hat er sich mit Erinnerungskonflikten auseinandergesetzt, von der Wehrmachtsausstellung bis zu politischen Instrumentalisierungen des Zweiten Weltkriegs. Differenzierter Diktaturvergleich war ihm legitimes Mittel der Historiografie gegen interessengeleitete Nivellierung aus durchsichtigen Motiven, wurde Zaruski, wenn es sein musste, vehement deutlich. Zu den bedeutendsten Leistungen des Historikers Zaruski zähle ich seine Auseinandersetzung mit Timothy Snyders Buch Bloodlands, das mit ungeheurem Erfolg, Erfolg in ökonomischer, emotionaler und erinnerungspolitischer Hinsicht, 2010 in New York erschien. Fast gleichzeitig erschien das Buch in 20 Sprachen. Es verhieß eine neue Sicht auf die Gebiete Ost- und Ostmitteleuropas, die der Autor als Bloodlands, als Region stalinistischer und nationalsozialistischer Verbrechen, sozusagen als den legitimen Ort des Grauens, synthetisierte. Die Rezensionen des Buches waren überwiegend hymnisch. Im Feuilleton herrschte Jubel, wie meist, wenn historischer Sachverhalt mit Hilfe steiler Thesen popularisiert wird. In einem großen Aufsatz hat Jürgen Zaruski Intentionen und Methoden des Buches Bloodlands analysiert. Im Ergebnis stellt er fest, dass die Bloodlands keine historische Landschaft darstellen, dass sie vielmehr ein Konstrukt sind. Zitat: in dem geschichtliche Zusammenhänge teils zerschnitten, teils künstlich hergestellt werden. Stalinismus und Nationalsozialismus erscheinen dabei ähnlicher, als sie es tatsächlich waren. Das ist eine nobel formulierte Zurückweisung der Totalitarismustheorie, nach der Faschismus und Bolschewismus lediglich verschiedene Seiten der gleichen Medaille gewesen sein sollen. Im Kalten Krieg war die Gleichsetzung von Hitler und Stalin ein probates Mittel zur Stabilisierung des eigenen, des demokratischen Lagers und der Beschwörung einer Gefahr, die aus dem Osten drohte, aus dem feindlichen Lager, in dem Diktatur unter anderem Anstrich fortdauerte. Zur Auseinandersetzung gehörte auch das Aufrechnen der Verbrechen unter kommunistischer Ideologie gegen die Verbrechen nationalsozialistischer Genese. Über Ernst Noltes Konstruktionen zum Primat der Verbrechen Stalins und deren Vorbildfunktion für Hitler, die in den 80er Jahren zum Historikerstreit führten, hat das Thema immer wieder die Gemüter bewegt. Jürgen Zaruski war im Gegensatz zu vielen Kollegen, Literaturagenten, Lektoren und zum schöngeistigen Publikum nicht bezaubert von der literarischen Kraft des Autors Timothy Snyder. Er analysierte mit dem Instrumentarium des kritischen Historikers die vorgetragenen Thesen. Er erkannte eine problematische Ethnisierung der Verbrechen Stalins, die ihm ähnliche genozidale Intentionen zuschreibt, wie Hitler sie hatte. Die Differenzen der beiden Ideologien sind in der Bloodland-These verwischt durch ein vages ökonomisches Konzept. Die Perspektive auf die Interaktion der beiden Diktaturen Deutschland und Sowjetunion ist nach dem Urteil Jürgen Zaruskis auf mehrfache Weise verzerrt.
Mit guten Argumenten widerlegt Zarusky an prominenter Stelle in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte die allzu eingängigen und dank der Schilderung vielfachen individuellen Leids emotional nachvollziehbare Konstrukte des Bestsellers. Das ist vielleicht jetzt der richtige Moment, dass ich das Rednerpult Frau Scherbakowa überlasse. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Annette, Gott sei Dank, dass du schon da bist. Es war für mich eine große Ehre, in diesem Band dabei zu sein. Einerseits, es wurde hier schon gesagt, es sind viele Jahre vergangen, nach Jürgens Tod. Aber diese Jahre waren so auf eine so schreckliche Weise intensiv, dass man ein Gefühl hat, dass es eigentlich nicht sehr viel Zeit da verflogen ist. Und einerseits und andererseits spreche ich hier eigentlich im Namen von meinen Kollegen aus Memorial, die in den früheren Jahren und auch vor Jürgens Tod ihn in unserem Haus begrüßt haben. Und inzwischen sind unglaubliche Dinge passiert. Memorial, die für ihn natürlich auch, ich bin mir überzeugt, ich bin mir sicher, wie er das wahrnehmen würde. Memorial ist liquidiert worden, wir sind enteignet worden, unsere Archive, die er sehr schätzte, sind versteckt. Viele Mitarbeiter sind in die Emigration gegangen. Und ich rede jetzt dann im Namen von Menschen, die Jürgen gut gekannt haben, seine Kollegen waren und noch teilweise noch in Russland sitzen unter einem unglaublichen Druck und trotzdem ihre historische Arbeit fortsetzen, wie Nikita Petrov oder Jan Raczynski oder wie Oleg Orlov ans Gericht gehen, um sozusagen unserer Macht die Wahrheit über diesen Krieg ins Gesicht zu sagen, im Namen von anderen Mitarbeitern, die so wie ich Russland verlassen haben und in Vilnius, in Prag, in Berlin, in Paris versuchen, die Arbeit fortzusetzen unter anderen Bedingungen. Und es hat sich unglaublich viel verändert. Und umso wichtiger und schmerzhaft auch erscheint heute dieser große Verlust, den wir also mit Jürgens Tod erlebt haben. Und wir haben in ihm nicht nur einen Kollegen, Freund und Mitstreiter verloren, sondern eine sehr wichtige und bedeutende Figur auf unserem gemeinsamen historischen Feld. Und es ist heute ganz besonders ersichtlich, wie sehr er uns fehlt. Und es wurde ja schon gesagt, aber ich muss das noch mehr wiederholen, mit seiner freundlichen, bescheidenen, nicht lauten, aber humorvollen, was sehr selten den Historikern eigen ist, aber andererseits sehr konsequenten, wie das hier schon gesagt und geschildert worden ist, Art und Weise. Es war
die Wahl der Themen für seine Forschung, sein Engagement in der Öffentlichkeit, die sich sehr stark mit Themenbereich von Memorial kreuzten. Und das ist die Geschichte des Stalinismus, die deutsch-sowjetischen Beziehungen, Diktaturenvergleich und natürlich Erinnerungs- und Geschichtspolitik. Und diese Kreuzungen waren nicht zufällig, denn wie Jürgen unterstrich, auf Worte von Michael Wild bezogen, die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts zu erforschen und zu erinnern, wird in den kommenden Jahren eine europäische Aufgabe sein. Und der Osten Europas, wo Stalinismus und Nationalismus blutige Spuren hinterlassen haben, wird dabei von besonderer Bedeutung sein. Wenn wir heute diese Worte lesen, scheint es, als hat er das heute gesagt. Denn alles, was wir jetzt erleben, diese unglaubliche Instrumentalisierung der Geschichte, die als Vorwand zu diesem Krieg missbraucht worden ist. Also das zeigt, wie wichtig diese Worte waren und wie und von welcher großer Bedeutung sie heute sind. Ich habe auch mich daran erinnert, dass sogar seine Dissertation, die er im Jahre 90 verteidigt hat, den Titel hatte, die deutschen Sozialdemokraten und das sowjetische Modell 1917 und 1933. Und das klingt ja auch unglaublich heute, unglaublich zeitnah, weil vor allem, ich würde ja, nach dem Beginn dieses Krieges wurde die Weimarer, also über keine andere Periode so viel in Russland gestritten und geschrieben als über die Weimarer Republik. Und die Bücher, die dann über die Weimarer Republik erzählt und etwas erzählt und geschildert haben. Oder die Situation am Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung wurden unglaublich populär in Russland, also in diesen Zeiten nach dem Beginn des Krieges. Und Jürgen war wirklich eine seltene Figur auf unserem historischen Horizont, das in seiner Forschung wirklich und das Interesse an der sowjetischen und deutschen Geschichte so intensiv vereinte. Und es wurde ja auch viel, ich würde das nicht wiederholen, also das Mittelpunkt seiner Forschung, also die beiden großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts standen. Und was uns besonders wertvoll war, vor allem, es wurde ja aber hier schon gesagt, ich muss das nur unterstreichen, dass es wirklich ihm nicht darum ging, herauszufinden, wie es am Anfang von Perestroika in Russland wir oft erlebt haben, indem es heftig darum gestritten wurde, wer schlimmer war, Stalin oder Hitler, und was mehr Opfer für die Menschheit brachte, das faschistische oder kommunistische Regime, wie das, wir wissen, im Schwarzbuch des Kommunismus thematisiert worden war, sondern es ging, obwohl, ich muss ja sagen, also wie Sie wissen, es ist momentan in Russland sträflich verboten. Alles, was Jürgen gemacht hat, diese ganzen vergleichenden Studien sind in Russland nicht nur mehr möglich, sondern eigentlich werden gesetzlich verboten. Angeblich, wenn es um den Krieg geht, aber in Wirklichkeit, oder um Hitler-Stalin-Pakt, aber in Wirklichkeit dehnt sich das auf den ganzen Bereich hinaus. Also diese Vergleiche sind in Russland nicht nur mehr möglich, sondern verboten. Aber was für uns besonders wichtig war, das war seine komplexe und tiefe Einstellung zu diesen Themen und wirklich den humanistischen Ansatz. Und er verknüpfte dabei die Erforschung des jeweils Einzelnen mit dem Allgemeineren. Und das brachte Historiker von Memorial mit Jürgen Saruski zusammen. Es ging uns auch
nicht nur darum, die Strukturen und Mechanismus des politischen Terrors zu erkennen und der Diktatur zu erforschen, sondern auch um das Erkenntnis der Bedeutung und der Wichtigkeit jedes einzelnen Schicksals. Darum, dass der Mensch als Phänomen in konzeptuellen Schemata der blutigen Länder nicht verschwinden sollte. Denn von Anfang an, noch bei der Gründung von Memorial in 1989, hat der Vorsitzende, hat zum Vorsitzenden gewählt, Andrei Sacharow, damals als unser Hauptziel ausdrücklich formuliert, und das klang absolut utopisch, dass unsere globale Aufgabe ist, jedes Schicksal zu erforschen, jedes Opfer zu erreichen. Und das, um das zu erfüllen, worüber Anna Akhmatova in ihrem berühmten Requiem schrieb: Ich wollte sie alle mit Namen nennen, doch man nahm mir die Liste, wer kennt sie noch? Und diese menschliche Seite seiner Forschung war uns sehr, sehr nah. Und aber in diesem Sinne hat Memorial wenigstens, also die Menschen um mich herum, meine Kollegen, unsere Organisation, in den 90er Jahren und auch dann in den Nuller Jahren gearbeitet. So wurde ein Netzwerk von Memorial-Verbänden aufgebaut, die diese Ziele verfolgten, und die Erinnerungsarbeit all die Jahre in diesem Sinne betrieben. Man errichtete Denkmäler, ermittelte und lokalisierte Massengräber von Erschossenen, erstellte eine Datenbank mit Kurzbiografien von beinahe 4 Millionen Opfern der politischen Repressalien, baute Archive und Museumssammlungen auf. Es ist jetzt, wir sind ja momentan in der Situation, wo unser Staat versucht, alles, was wir dann erreicht haben und aufgebaut haben, zu zerstören. Nicht nur unsere Organisation, sondern fast jeden Tag hören wir Nachrichten, wie die Denkmäler und der Gedenktafel abgerissen werden, zerstört werden, und es stehen Hunderte von Stalin-Denkmälern, und sie werden immer höher und höher und höher. Und das letzte errichtete wurde schon 2 Meter hoch. Ich würde ja auch sagen, dass Jürgen, wie nicht viele, also wenige, sehr wenige deutsche Politiker und nicht so viele Historiker, zu unserem Mitstreiter wurde, weil er sehr früh die Gefahren erkannt hat, die wir gesehen haben, aber die oft in Deutschland und nicht nur in Deutschland, aber sehr oft in Deutschland, vor allem in der deutschen Politik, nicht als die Gefahren gesehen haben. Und er war ja sozusagen also mit uns dabei, als es für Memorial immer schwieriger wurde, unsere Arbeit fortzusetzen. Denn die ständige Erinnerung an politische Massenrepressionen lief schon am Ende der 90er Jahre dem allgemeinen Trend zuwider, erst die sowjetische Vergangenheit weich zu spülen, sie in einer Art Freizeit- und Kulturpark aufzuheben und dann schon zu verherrlichen. Immer häufiger damals wurde es in russischen Medien, in den öffentlichen Diskussionen, die These zu hören, dass es keine wahre Geschichte gibt und Historiografie, sondern nur Historiker, keine unumstrittenen Fakten, sondern nur den Umgang mit ihnen. Und es wurde hier auch gesagt, und das war also damals ganz, ganz wichtig für uns, und Jürgen Saruski sah diese Gefahr sehr deutlich. Wir haben mehrmals mit ihm darüber gesprochen, dass wie die russische Version des noltischen Denkens um sich herum griff. Dass die sowjetische Erfahrung nicht einzigartig ist. Auch in anderen Ländern gäbe es Massenverbrecher,
Und all das wurde nicht gesagt, um Verbrechen des Stalinismus in die Kette der anderen Katastrophen des 20. Jahrhunderts einzureihen, wie es Jürgen Zaruski und auch Historiker von Memorial in ihrer Forschung taten. Im Gegenteil, wenn man die Verbrechen weder leugnen noch wirklich rechtfertigen kann, musste man sie zumindest in dem zynischen Sinne relativieren. Wir sind nicht schlechter als andere. Verbrechen gab es bei allen in der Vergangenheit. Aber es ging noch viel, viel weiter in diese Richtung. In den Nullerjahren entwickelten Kreml-Ideologen eine neue Staatsidee, orientierten sich immer stärker an der sowjetischen Vergangenheit, die eine Quelle des Nationalstolzes werden sollte. Ein neuer Patriotismus, der sich auf heroische, mythologische, leichte Seiten der kommunistischen Epoche stützte, lichte Seiten des kommunistischen Epoche stützte, sollte zu dieser Staatsideologie werden. Antiwestliche imperiale Rhetorik war nicht zu überhören. Und Jürgen Zaruski gehörte eindeutig zu den westlichen Historikern, die diese Trends und Tendenzen im Unterschied zu manchen anderen sehr früh erkannte. Denn zum Mittelpunkt dieser Staatsideologie wurde die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Seit den Nullerjahre begann man im offiziellen Diskurs auf der Suche nach einer nationalen Idee, die auf einem Paternalismus, auf dem nationalen Stolz basieren sollte, die Wiederauferstehung des sowjetischen Mythos vom großen Sieg aufzubauen. Aber wenn der Krieg nur als Sieg betrachtet wird, verbietet das jedes Nachdenken über den Preis dieses Sieges und jeden Versuch, noch unbekannte und schwierige Aspekte der Kriegsgeschichte aufzuarbeiten. Das führte auch dazu, dass das Bild Stalins als angeblich den eigentlichen Schöpfer des Sieges wieder präsent wurde. Damit hat es angefangen. Und schon damals, in vielen Städten Russlands, wurden Stalin-Porträts aufgehängt oder Denkmäler aufgestellt. Auch alles, was das verschönerte Bild des Sieges trüben konnte, wurde aus dem offiziellen Diskurs entfernt. Der Tag des Sieges wurde zum wichtigsten patriotisch-propagandistischen Ereignis des Jahres geworden. Die Feierlichkeiten dienten zur Demonstration militärischer Macht und von den Knien auferstandenen Russland. Ich kann mich sehr wohl erinnern, wie wir mit Jürgen Zaruski über diese Umwandlung des 9. Mai in Memorial gesprochen haben. Dass es zu einem Tag wird, wo nicht der Frieden, sondern der Krieg stets beschwören wird. Und es wurde immer schlimmer. Hier wurde ja schon erwähnt, auch noch ein Thema, das für Memorial sehr, sehr wichtig war und uns verbunden hat. Das war das Schicksal der Zwangsarbeiter. Hier wurde über Kriegsgefangenen gesprochen, über sein Engagement in Dachau. Aber ich wollte ja auch ein paar Worte über die Geschichte der Zwangsarbeiter sprechen. Denn immer, wir haben ja erlebt, wie diese Geschichte, die eben erst in den, nach der Perestroika bekannt geworden ist und stets im Schweigen sich verloren hat davor, erst in der Perestroika bekannt geworden ist. Und das wurde ja, das war auch zu einem sehr wichtigen Thema, das Jürgen Zaruski mit Memorial verbunden hat. Denn seit Anfang der 90er Jahren war ein großer Teil unserer Arbeit in Memorial mit der Geschichte der Ostarbeiter verbunden, die zu Opfer von Zweidig, natürlich auch Kriegsgefangenen, aber vor allem von Zwangsarbeitern, die zu den Opfern von zwei Diktaturen geworden ist. Ihr Schicksal in Deutschland war grausam, aber nach der Rückkehr in die Heimat wurden sie mindestens als Menschen mit der befleckten Vergangenheit behandelt und diskriminiert. Lange Jahre wurde deshalb das, was von ihnen erlebte, im Schweigen umhüllt. Ich will ein bisschen zurückgreifen, um zu sagen, welche Rolle für uns damals in der Perestroika-Zeit und kurz danach das Vorbild der deutschen, Historiker wurde und ihrer
Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus. Und in diesem Sinne wurde Jürgen für uns auch ein Vorbild. Nicht er allein, aber er in einem sehr, würde ich sagen, starken Ausmaß. Weil wir hatten, manchmal haben die deutschen Historiker darüber gelächelt, wenn man immer wieder auf den deutschen Beispiel der Aufarbeitung sich bezogen hat in Russland. Aber man muss ja sagen, man hatte ja keine anderen Beispiele. Man hatte keine anderen Beispiele und keinen anderen Weg. Und das war ja doch irgendwie ein Weg, der ersichtlich war, weil der ja uns zeigte, dass man aus einer negativen, aus dieser absolut negativen Erfahrung, aus der schrecklichen Vergangenheit, doch eine, wenn man sich mit ihr auseinandersetzt, sei es so schwierig, wie es war, und trotzdem eine Demokratie aufbauen kann. Und das war für uns ein Vorbild. Und das war eine Hoffnung für uns in der Perestroika-Zeit und in den 90er Jahren. Und ich glaube, diese Hoffnung, die wurde ja von Jürgen auch geteilt. Also das war die Zeit der großen Hoffnungen, das war die Zeit der Öffnung von Archiven, das war die Zeit der gemeinsamen Arbeit an sehr vielen Projekten mit den deutschen Historikern. Das ist jetzt alles unvorstellbar. Es ist unvorstellbar, ein Projekt, wo die deutschen Historiker zusammen mit den russischen die Geschichte der sogenannten Sonderlager der NKWD erforschen, was wir dann Anfang der 90er Jahren gemacht haben. Es ist undenkbar, dass man sich so mit der Geschichte der Kriegsgefangenen oder der Zwangsarbeiter auseinandersetzt. Es ist... wie soll man sagen, es ist vieles momentan undenkbar, was wir eigentlich gedacht haben, dass es nie wieder zurückkommen kann. Und was kann man dem allen entgegensetzen? Wir leben in tragischen Zeiten. Wir leben in sehr tragischen Zeiten für Historiker, weil, ich habe ja schon davon gesprochen, wenn die Begriffe so umgedreht werden, so durch Lügen und Propaganda benutzt, dass man das sich kaum, also wie gesagt, dass man sich kaum das vorstellen könnte, wo Krieg eigentlich Frieden bedeutet und umgekehrt, oder Faschismus, allein schon, was man mit dem Begriff Faschismus macht in Russland und wer dann als Faschisten bezeichnet wird. Das sind alles und mehr noch. Wir haben keine Bezeichnung für das, was in Russland entstanden ist. Und das ist auch sehr wichtig. Um ein Regime zu bekämpfen, ja, muss man ihn eigentlich beschreiben und benennen. Und das ist momentan nicht passiert. Wir wissen nicht. Wir reden vom Putinismus. Und übrigens, wir haben auch darüber mit Jürgen gesprochen, weil er hat ja natürlich schon diese Annektierung des Krieges, der Krim erlebt und also den Krieg in Ostukraine. Also wie beschreibt man das, was entstanden ist? Und das ist eine Aufgabe, vor der wir alle stehen. Und so eine Figur wie Jürgen Zaruski würde uns in dieser unseren manchmal Ratlosigkeit womöglich sehr, sehr hilfreich sein. Weil wir haben mit einer Chimäre zu tun, die ganz verschiedene Züge hat, aus verschiedenen Diktaturen, wo
der Kopf von einem Löwen sein kann und der Schwanz von einer Schlange. Weil es ist ja nicht die Rückkehr vom Stalinismus, es ist nicht die Rückkehr aus den Brezhnev-Zeiten, es ist nicht Nationalsozialismus und es sind keine lateinamerikanischen Diktaturen. Es ist etwas Schilderndes und ich würde ja sagen, und ohne festen ideologischen Rahmen. Und dieses Schilderne und Postmoderne macht es uns sehr, sehr schwierig, auch dagegen zu kämpfen und es auch den Menschen zu erklären, was es eigentlich ist. Umso, würde ich sagen, schmerzhaft ist es für uns, dass Jürgen nicht mit uns ist und nicht mit uns also diese Aufgabe auch versucht zu lösen. Und mit ihm würde es einen sehr, sehr großen Sinn machen, mit ihm darüber zu diskutieren. Ich habe an ihn auch menschlich so sehr geschätzt, dass er, würde ich sagen, ein sehr tiefes Verständnis dafür hatte, was russische Historiografie konnte und was nicht und welche Bedeutung er der Literatur beigemessen hat. Denn in Russland hat sich dann natürlich die Geschichte als Fach sich so entwickelt, so wie Philosophie, unter einem unglaublichen Druck, in völlig unglaublicher Situation, wo man jahrzehntelang keinen Zugang zu den Archiven hatte, wo alles, was ideologisch gefährlich war, besonders in den Geisteswissenschaften, absolut verboten war. Und als Zugang zu der Geschichte und als Möglichkeit der Menschen zu erklären, was sie eigentlich, in welchen Zeiten sie gelebt haben, hat Literatur eine absolut hervorrangige Rolle gespielt. Und das verstand Jürgen wirklich sehr, sehr gut. Und da ich selbst eine abtrünnige Philologin bin und dann später zur Geschichte gewechselt habe, habe ich das an ihm sehr geschätzt. Und das war kein Zufall, glaube ich, dass die Werke, die ich in dieser Richtung von einer ganz großen Bedeutung sah, er auch absolut, die auch für ihn, er verstand auch die historische Bedeutung von diesen Werken. Und hier wurde ja schon der Roman von Wassily Grossman erwähnt, Leben und Schicksal. In meinen Augen ist das eine der wichtigsten Quellen und Bücher über den Zweiten Weltkrieg. Kein Geschichtsbuch kann sich mit diesem Roman messen. Und Jürgen hat sehr viel dazu beigetragen, dass es Wert dieses Buches und das Wert von dem, was Grossman geschrieben hat, auch in Deutschland bekannt werden könnte. Was würde er uns heute auf den Weg geben? Was können wir jetzt machen, indem die Arbeit in Russland so schwierig geworden ist? Und was ein Historiker in einer Emigration oder als Historiker kann in einer Emigration arbeiten? Aber was kann so eine Gesellschaft, die sich eigentlich mit der Aufklärungsarbeit beschäftigt hat, all die Jahre und eigentlich trotz den Friedensnobelpreis auf den Scherben dieser Aufklärungsarbeit stand. Ja, weil wir ja sehen, weil wir ja eigentlich gesehen haben, dass es stellte sich heraus, dass es nicht so viele Menschen in Russland gibt, die unsere Ansichten auch über die Geschichte und über die Vergangenheit, über die Rolle Stalins teilen.
Also was kann man in so einer Situation machen? Es gibt natürlich immer die Versuchung der Verzweiflung. Und die hat viele Menschen in Russland, vor allem nach dem Kriegsbeginn, wirklich betroffen. Aber das ist wirklich eine Versuchung. Und ich glaube, das würde Jürgen nie unterstützen. Ich glaube, er würde uns auf den Weg ganz konkrete, würde ich sagen, Ratschläge geben. Es ist, was bedeutet Widerstand von einem Historiker in solchen Zeiten? Was kann man dem allen widersetzen? Erstens sammeln und dokumentieren. Das hat auch Jürgen sein ganzes Leben gemacht. Das versuchen wir auch zu machen. Nur, es geht nicht so, es geht natürlich auch weiter um die Vergangenheit, aber es geht auch um die Gegenwart, weil die Gegenwart wird in dieser Situation also sofort zur Vergangenheit. Also wir versuchen zu dokumentieren, wir versuchen Kriegsverbrechen zu dokumentieren, jetzt und heute, um dann in der Hoffnung wirklich auf Transitional Justice und auf das, dass irgend, vielleicht nicht wir, aber der nach uns kommt, doch diese Dokumente, diese Beschreibungen, diese Interviews mit den Zeitzeugen benutzen kann für zukünftige Prozesse gegen die Täter, gegen diejenigen, die diesen Krieg entfesselt haben und die also eigentlich Kriegsverbrecher begangen sind. Aus der deutschen Geschichte wissen wir sehr genau, dass es nicht so einfach ist, auch die Täter anzuklagen. Und dazu braucht man sehr, sehr viel Arbeit. Und die versuchen wir zusammen mit unseren ukrainischen Kollegen fortzusetzen. Wir haben uns neu gegründet. Das würde wahrscheinlich dem Jürgen auch gefallen. Also nach der Liquidierung. Wir haben wiederum ein Netzwerk gegründet mit. Es sind auch einige Organisationen neu außerhalb Russlands entstanden, auch hier in Berlin, Memorial Zukunft. Wir sehen unsere Aufgabe auch darin, dass unsere Archive, die Jürgen sehr geschätzt hat, zugänglich zu machen. Die sind im großen Maß digitalisiert und diese Arbeit geht voran. Und vor allem alles Mögliche zu machen, um es nicht zuzulassen, dass die Geschichte wirklich so instrumentalisiert wird. Und nicht nur, das ist ja klar, nicht nur von Putin, der diesen Krieg also mit quasi historischen Gründen begründet hat, sondern auch gegen Populismus, den wir überall entstehen sehen, von links, rechts und so, die eigentlich auch von diesen Mythen der Geschichte nährt, die absolut missbraucht, den Menschen mit den falschen Narrativen mit quasi glorreichen Vergangenheit eine glorreiche Zukunft verspricht, was absolut, wie wir wissen, was eine absolute Lüge und Täuschung ist. Und in diesem Sinne fehlt er als Figur, als der Mensch, der uns sofort verstanden hat, ohne viele Worte und so sehr. Aber ich glaube, das ist auch in seinem Sinne, dass wir diese Arbeit fortsetzen. Nur, wie gesagt, er wird uns sehr fehlen, dabei fehlen. Vielen Dank. Ich möchte doch die Gelegenheit nutzen, bevor ich danke, Sie, liebe Frau Eberle,
und Sie, liebe Barbara Distel, herzlich zu begrüßen. Ich freue mich, dass Sie jetzt doch dabei gewesen sind und den größten Teil des Abends mit uns gemeinsam verbringen konnten. Wir wissen, dass der Weg von München nach Berlin manchmal weit sein kann oder der Weg von Dachau nach Berlin manchmal weit sein kann. Aber umso schöner, dass Sie es doch noch geschafft haben. Und es ist heutzutage offenbar weder auf Autos noch auf die Bahn Verlass. Das ist das Einzige, was trösten kann, das alles andere vermutlich auch nicht genützt hätte. Liebe Frau Scherbakowa, ganz herzlichen Dank für Ihre eindringlichen Worte. Sie haben deutlich gemacht, Jürgen Zaruski wird uns fehlen. Die Gedanken, ich weise nochmal auf den Band von 2021 mit seinen eigenen Schriften hin und auf die Festschrift, die eine Gedenkschrift wurde, wie Wolfgang Benz gesagt hat, das ist etwas, was weiter wirken kann, was die Interessierten jetzt auch Sie alle zur Lektüre anregen kann. Und, lieber Herr Benz, von Ihnen lasse ich mich immer gerne korrigieren, auch wenn unsere Sichtweisen ja durchaus manchmal, was das Institut für Zeitgeschichte betrifft, noch unterschiedlich sein können über die Generationen hinweg. Hans Mommsen hat mich mal einen jugendlichen Heißsporn genannt. Insofern sehe ich diese Kritik auch dann noch wieder an als etwas, was man durchaus miteinander teilen kann und worüber man reden kann. Ich glaube, Jürgen Zaruski hätte an den Beiträgen des heutigen Abends auch daran seine Freude gehabt. Sie haben auf seine Hintersinnigkeit hervorgewiesen. Sie haben seine Lebensfreude hervorgewiesen. Ich finde, daran können wir erinnern. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute Abend unsere Gäste waren, dass wir dieses Buch hier in Berlin vorstellen konnten. Lieber Herr Feitel, liebe Frau Warmbold, die Herausgeber danken Ihnen ja ausdrücklich auch am Ende des Vorworts, dass ein so schönes Buch daraus geworden ist. Ich weiß nicht, das wievielte gute Buch aus dem Metropolverlag es ist. Damit Schluss mit der Werbung. Aufforderung zur Lektüre. Ich danke, dass Sie heute Abend unsere Gäste waren, entweder hier oder über den Livestream. Und wünsche Ihnen noch einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.